Digga, kennst du das, wenn man viel krasser reagiert als erwartet? Ja klar, aber dein Bizeps wird so nicht krasser reagieren, wenn du so weitermachst. Digga, mein Chef, der Lars, ne? Der hat mich gestern so rund gemacht. Ich dachte, mein Umfang wäre 2 Pi. Aber nur, wenn dann Radius 1 gewesen wäre. Und warum hat er dich so rund gemacht? Digga, wäre so eine verkackte Beilage, Mann. Und weißt du was? Das war ich nicht mehr. Aber unser Küchenboy kriegt gerade so viel ab. Da musste ich meinen Kopf einfach hinhalten. Aber hätte ich gewusst, wie er durchdrehen würde, ehrlich nicht. Ich sag dir mal was, ein Sonnenschirm muss auch mal Hagel abkönnen. Hm? Ready? Ja, Mann. Yeah! Willkommen zurück bei Man on Man, deinem Fitness-Channel mit dem Extra-Kick Androstenon. Heute widmen wir uns einer weiteren Übung, die gerne mal falsch gemacht wird: Concentration Curls. Ganz wichtig ist es, den Ellbogen nicht zu weit ans Knie, eher in Richtung Eier. Aber nicht zu nah dran, denn wir wollen ja nicht, dass was anderes anschwillt als der Bizeps. Die Hand umfasst ganz fest die Stange, mit der anderen stützt ihr euch am anderen Oberschenkel ab und jetzt wird gepumpt. Yeah! Genau so. Schön langsam hoch und runter. Und dann werdet ihr merken, dass er nach ein paar wenigen Wiederholungen richtig schön hart wird. Yeah, könnt ihr das fühlen, hä? Yeah! Wir sind immer noch live beim Backspin Podcast und die Frage, die mir jetzt unter den Nägeln brennt, ist, wie kommt man auf die Idee, ein Playlistenalbum zu machen? Einfach so das Lifestyle-Gefühl irgendwie direkt einfangen, nicht so, keine Ahnung, wenn man ein Album macht, so, dann muss man ja irgendwie immer ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis man die Songs dann rausbringt und so war für mich halt irgendwie einfach im letzten Sommer so das Gefühl, ey, keine Ahnung, ich will die Songs einfach rausballern, so nicht lang warten, nicht so viele Gedanken machen, einfach raus mit der Scheiße. So. Macht es das für dich einfacher oder schwerer? Also am Anfang auf jeden Fall einfacher so, losgelöste Gedanken, völlig freies Gefühl. Mit der Zeit wächst dann natürlich so der Anspruch und man kriegt irgendwie so, ja, doch immer Bock, noch einen draufzusetzen und noch ein krasseres Video zu drehen und so. Männers! Und da haben halt... Essen fassen, ne? Nein, ihr habt Fisch bestellt. Hey, hey, wir sind, hallo, wir sind live. Entschuldigung, wir sind live. Kannst du bitte... live? Okay. Dann erst richtig. Hallo, ich bin die Vollmaschine. Ich bin der neue Linebacker. Hallo! Kannst du bitte aufhören damit? Nimm deine Kackbox und verpiss dich aus diesem Studio, okay? Es reicht. Danke. Tschüss. Tut mir leid. Sorry, wirklich. Wirklich. Lass uns weitermachen, es tut mir so leid. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach, ich bin im Radio! Raus hier! Ey, was ist hier los, Alter? Keine Ahnung. Entschuldigung, tut mir leid. Komm, lass uns weitermachen, bitte. Es tut mir sehr leid. Wir bleiben professionell, okay? Etwa online gestalkt? Was? Ich? Niemals. Lüg nicht, ich seh's doch hier. Als ob ich das nötig hätte. Egal, vergiss es. 546. Ist nicht viel los heute, ne? Nope. Hast du Lars gesehen? Braucht draußen eine. Na, Matrose, wie läuft's auf dem Vorderdeck? Nicht viel los, ne? Ja, hast die Ruhe vorm Sturm. Apropos Sturm, wegen gestern, Schwamm drüber, Junge. Ey, der Achi, der kriegt grad so viel. Na ja, so ist das halt, wenn man noch eine Landratte ist. Was meinst du, wie mir es ging? Als ich mit 19 das erste Mal da draußen war. In den ersten Wochen habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt, komplett. Dann kam die Sache mit dem Knie dazu. Aber weiß ja, wenn man nicht segeln kann, muss man rudern. Ja? Und
Wenn man nicht rudern kann? Schwimmen, Junge. Schwimmen. Auch Seeleute fallen mal ins Wasser. Aber noch solange genug Rum in der Flasche ist und Äpfel im Fass, kann die Reise weitergehen. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, verstehst du? Hey! Sag mal, geht das auch ein bisschen leiser da unten? Was? Was willst du? Ich will meine Ruhe haben und in Ruhe ein Zwitschern und nichts dieser Scheiße zuhören. Mach mal Halblang. Wir unterhalten uns hier nur, hä? Sag mal, wo bist du denn aufgewachsen, dass du das so Unterhaltung nimmst? Das ist ein Brüllkonzert. Junge, du hast mich noch nicht brüllen hören. Und Freundchen, glaub mir, das ist auch besser so. Ja, ist auch besser so. Jetzt mal den Kopf zu und hau wieder ab. Siehst du? Gibt immer einen, der dir ans Ruder greifen will. Lass dir von keinem was gefallen, hörst du? Von keinem. Hat noch jeder seinen passenden Kutter gefunden. Hast du deinen gefunden? Weiß nicht. Fühl mich ganz gut hier. Aber wer weiß. Das Meer ist ein Mütterchen mit Krallen. Lässt einen nie so ganz los. Übrigens eine feine Sache von dir. Was denn? Was? Du glaubst, ich hab das nicht gecheckt. Dass du den Kopf in den Lütten hingehalten hast. Und dann kriegst du noch die volle Breitseite ab von mir ab. Aber korrekt, Mann. Korrekt. Es ist gut, dich mit an Bord zu haben. Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP als